Hallöchen, hier sind Kyoko und Wadi und der letzte Aufnahmepart der langen Aufnahmesessions. Meine Nerven liegen blank, ich kann nicht mehr, ich kann sowas von nicht mehr, es geht mir so schlecht. Aber ein bisschen gehen wir noch voran. Ich habe auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber nur ein bisschen. Du musst auch abgehärtet werden. Ich glaube nicht, dass das dabei hilft. Das ist das Abhärtungscamp. Doch. Guck mal, wie schnell du schon die Treppe hochgegangen bist. Will ich ins Licht gehen? Bedeutet das Licht der Tod? Naja. In dem Spiel vielleicht nicht. Naja, obwohl doch. Ja, schlechtes Argument. Ja, Licht war bisher eigentlich immer schlecht und es geht auch noch weiter hoch. Oh, ich finde das so cool. Sieht so cool aus. Was? Du gehst nicht da rein? Also kann ich da drin nicht sterben. Ich gehe da nicht rein. Ich habe zu viel Schiss. Vielleicht ist das nicht mehr. Na gut. Wer baut da eigentlich so eine Treppen ohne Geländer? Das ist total krank. Wenn das kein Spiel wäre, würde ich da niemals hochgehen. Nee. Kennst du die Treppe von Chihiros Reise ins Zauberland? Ja, ich erinnere mich dunkel dran. Das ist ein Albtraum. Und sie stolpert auch noch und dann rennt sie richtig schnell darunter. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Alter. Oh Gott, bitte lass mich in diesem Raum wieder starten. Du bist wieder unten. Ey, immerhin. Ausgerechnet da springst du dann da runter. Bist du an der Seite runtergefallen oder so? Ja, ich habe das nicht genau gesehen. Also ich sehe auch nicht direkt, ob die Treppe die an der Wand ist. Ich dachte, die wäre wieder so mittig, sodass wir beide Seiten runterfallen können. Heiligsblechle. Deswegen habe ich mich natürlich nicht an die Wand gestützt. Ach so, aber an der Wand geht. Ja, die ist tatsächlich an der Wand. Na gut, hier nicht mehr. Okay, die eben nicht. Genau deswegen braucht das Geländer. Ja. Oh. Okay. Testen. Wand. Wand. Ist auch nicht cool, dass es hier oben wieder heller wird. Oh. Mhm. Oh, du kannst einfach ertragen, nicht in einen Raum reingegangen zu sein. Ich habe einfach zu viel Angst. Sonst normal gucke ich mir ja auch immer alles an und kann nichts liegen lassen und muss irgendwie im Nachhinein nochmal sehen, was los ist. Auch in Yooka-Laylee, ich habe in einem Part beim Bearbeiten gesehen, dass es eine Stelle weiterging. Und jedes Mal denke ich jetzt daran, dass ich da eigentlich noch hin muss. Oh nein, kannst du da nicht zurück dann irgendwie? Ja, doch, kann ich da. Kannst du einen Special Part machen, wo du extra zurückgehst. Jetzt musst du es eh machen. Aber so, wenn ich zu viel Angst habe, dann kann ich das nicht. Dann ist mir das alles sowas von egal. Oh, ist das langsam. Oh! Na los! Oh, ein Schrank. Ein Death Punk? Oh, das sind deine Friends! Hallo! Sie sind so süß. Sieht ein bisschen wodelig aus. Ich glaube, da hängt wieder einer. Ernsthaft? Wie viele Leute haben sich denn da aufgehängt? Keine Ahnung, aber das heißt, du musst. Okay. Ich guck nochmal. Achtung. Nee, ich glaube, da hängt niemand. Dusch! Oh, sie sind weggelaufen. Da hängt keiner. Willst du weitermachen? Nee. Ich check nochmal den Raum. Ich hab da irgendwas gesehen. Und wenn es jetzt weg ist. Nee, das war glaube ich nur. Ah, ich glaube, ich weiß, was du gesehen hast. Warte, ich guck nochmal. Aus der Perspektive. Hä? Ach so, nee, das ist einfach so ein Rohr. Zwei Rohre. Ach und so. Dann und da stehen so Schuhe in so einem Regal. Sonst sieht es eigentlich ganz spaßig aus hier.
Okay. Abgesehen davon, wenn du, also wenn du diese Schränke nicht cool findest. Stell dir einfach vor, das ist jetzt mondan. Nee, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Nein. Es geht nicht. Okay, was mache ich denn jetzt hier am schnellsten? Wo müssen wir wohl hin? Hier ist ein Shelter. Ah, da können wir ganz bestimmt nicht ran. Ey, er ist so stark. Siehst du? Guckst du zu? Mhm. Okay. Oh, das Bild an der Wand.